Hallo und herzlich willkommen bei protzertante.de. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr Dateien, die ihr in eurem Programm habt, invertieren könnt. Das heißt, alles, was vorher schwarz wird, wird weiß und was weiß ist, ist schwarz. Das heißt, es ist wie ein Negativbild erstellen. Ich habe das gerade neulich gemacht für meine Kinder. Ich habe denen aus Flockfolie so 50 mal 30 ein Bild geplottet und auf Papier gepresst, dass sie dann anmalen konnten. Da gibt es nämlich eine ganz eine tolle französische Firma, die macht für Kinder ganz viele Sachen zum Basteln und Malen. Und da haben die unter anderem auch diese Flockbilder, das sind so quadratische Bilder, wo die Kinder das dann anmalen können. Und dann habe ich gedacht, das kann ich natürlich selber. Aber die meisten Dateien, die man ja hat, bestehen aus der Outline. Und das Hintere ist weiß und das Innere ist weiß. Und ich wollte halt gerne, dass der Hintergrund dunkel ist und ebenso die Farben umgekehrt werden. Lange Rede, kurzer Sinn, ich zeige ich das kurz. Ich habe hier ganz eine tolle Datei von Celine Adekunle bekommen, von Kronenkind, eine wunderbare Stadt. Die wollte ich meinen Kindern eben, oder die habe ich jetzt hier geplottet für meine Kinder. Und ich zeige euch aber, wie die jetzt in echt aussieht. Das war meine Ausgangs-, meine, das tue ich noch schnell weg. Okay, das war mein Ausgangsbild. Und ihr seht, die Stadt ist schon sehr ähnlich zu hier, nur ist der Hintergrund weiß und ich habe hier ein paar Dinge geändert. Aber es ist ganz, ganz einfach. Es geht wie immer um meine verknüpften Pfade, die wirklich ganz, ganz wichtig sind, dass man die verstehen kann. Und dann ist das Ganze auch ganz einfach mit ein paar Mausklicks geschehen. Damit ihr das jetzt nachvollziehen könnt, mache ich jetzt hier mal eine Kopie mit Copy C, Copy V. Nehme hier die Farbinformation, also gebe mal eine schwarze Linienfarbe hinein und die Farbinformation nehme ich raus, damit, wenn ich den verknüpften Pfade jetzt löse, nicht alles schwarz erscheint. Also jetzt rechte Maustaste, ich löse meinen verknüpften Pfad. So, er rechnet jetzt ein bisschen. Und ich muss, glaube ich, noch eine Gruppierung aufheben, genau. So. Dann habe ich alle Einzelteile, aus denen dieses Bild besteht, also erhalte ich damit. Und damit ich jetzt das Ganze invertieren kann, also farblich umkehren, brauche ich einfach einen neuen Rahmen, eine neue Linie, die mir den Rahmen definiert. Das heißt, ich ziehe jetzt einfach mal ein Viereck auf, markiere mir jetzt wieder die ganzen Elemente der ursprünglichen Datei plus meinen Rahmen und erstelle nochmal den verknüpften Pfad. Und gebe jetzt eine Farbe schwarz und habe jetzt schon mal ein invertiertes Bild. Ihr seht, alles, was vorher schwarz war, ist jetzt weiß und umgekehrt. Hier auch. Aber es gefällt mir jetzt noch nicht zu 100%. Ich hätte natürlich gerne, dass meine Kinder auch hier diesen Stern anmalen können, dass das eigentlich so bleibt, wie es war. Weil hier sind ganz viele Flächen, die jetzt schwarz sind und wo die Flockfolie bleiben würde, wo ich aber möchte, dass die Kinder das eben malen können. Das heißt, ich gebe jetzt dieses Bild ganz kurz auf die Seite als Referenz. Vielleicht mache ich es jetzt einfach mal kleiner. Ups. So. Und ziehe es hier nach oben. Gebe dem Ganzen aber eine schwarze Linienfarbe. No. Geht das nicht? Acrylfarbe, Linienfarbe. Dann sieht man es besser. Und lege das Ganze hier mal ab. Dann kopiere ich mir jetzt nochmal die Ausgangsdatei mit Copy, also Command C, Command V und lege es nochmal ab. Nehme hier nochmal die Farbinformation raus und natürlich brauche ich aber eine Linienfarbe, schwarz. Und rechte Maustaste, die Gruppierung aufheben und den verknüpften Pfad lösen. Kommt natürlich ganz darauf an, welche Datei ihr habt, ob die gruppiert, verknüpft sind oder wie auch immer. Das merkt ihr dann beim Bearbeiten, ob jedes Element zugänglich geworden ist. Und wenn nicht, einfach mal schauen mit rechter Maustaste, ob da noch eine Gruppierung zu lösen ist oder ein verknüpfter Pfad. So, ich habe jetzt den verknüpften Pfad gelöst und ich habe gemerkt, hier wurde nicht alles ganz so gemacht, wie ich wollte. Und zwar die ganze Stadt wurde eben genau invertiert, was ich ja eigentlich schon wollte, aber ich hätte sie trotzdem gerne eben malbar gemacht. Und wenn ihr jetzt da hineinschaut, dann gibt es hier eine Outline. Hier geht hier um das Haus, hier herunter und so weiter.
Und die kann ich jetzt einfach hier oben packen. Das ist eine Linie rundherum um die Stadt. Und sie ziehe ich jetzt einfach weg. Und diese Linie quasi, die ich jetzt weggezogen habe, wird ersetzt durch meine Außenlinie um das gesamte Bild. Das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen zu groß gemacht. Machen wir es jetzt so enger. Und was ich noch nicht haben wollte, ich wollte eben, dass der Stern nicht schwarz ist, sondern weiß. Das heißt, hier seht ihr eine Doppellinie und den inneren Stern, den lösche ich mir jetzt einfach heraus. Und das mache ich jetzt bei allen Sternen. Das heißt, überall da, wo ich jetzt eine Linie entferne, wird die Farbe dann nochmal umgekehrt. Da muss man einfach wirklich nur denken, was ist hier passiert? Hier ist schwarz, aha, hier ist eine Linie, die lösche ich jetzt raus. Aha, hier ist schwarz, ich möchte es weiß, ich muss eine Linie rauslöschen. Und so kann man sich so vorarbeiten, wie dann das Bild aussehen soll. Ich habe jetzt die Sterne, hier ist noch eine Linie drin, die Linien gelöscht. Ich habe die Kontur der Stadt, diese Linie gelöscht. Und jetzt, wenn ich noch einmal alles markiere, ups, rechte Maustaste und verknüpft, nicht lösen, ich will ihn ja erstellen. Jetzt habe ich leider falsch gedrückt. So, nochmal. Rechte Maustaste, verknüpften Pfad erstellen. Jetzt hat er das obere mitgenommen, sehr schlecht. Jetzt gehen wir nochmal ein paar Schritte zurück und deselektieren hier oben, das sollte nicht dabei sein. Also, wir markieren nur die untere Stadt und den äußeren Rahmen und sagen verknüpften Pfad erstellen. Nun aber kann ich nochmal eine Füllfarbe geben, schwarz, und ihr seht, ich habe jetzt hier meine Stadt behalten mit dem Stern, der ist leer geblieben, aber die Stadt hier sieht wieder aus wie die Ursprungsstadt. Allein dadurch, dass ich die Silhouette, also diese Schnittlinie, die außen herum lag, entfernt habe und stattdessen eine neue Außenlinie definiert habe. Und für die Sterne habe ich alle überflüssigen Linien auch gelöscht. Und schon ist unser Bild fertig. Wir können das auf die Größe skalieren, die wir eben gerne hätten. Plotten, also zuerst natürlich Spiegel nicht vergessen. Wenn ihr wollt, dass es genauso aussieht wie jetzt gerade auf dem Bildschirm, dann plotten lassen, entgittern. Und ihr könnt es durchaus auf Papier oder Karton aufpressen. Das funktioniert wunderbar. Bei mir war es jetzt die Größe 50x30. Ich zeige euch das jetzt nochmal in groß. So. Und die Kinder haben wirklich eine riesen Freude daran, das Bild auszumalen. Und das ist dann auch wunderschön in der zu Hause irgendwo aufzuhängen, weil es macht einfach mehr her und durch dieses Schwarz sieht das wirklich toll aus. Ich gebe nochmal kurz meinen Bildschirm frei, lösche jetzt mal diese Stadt weg und ich wollte euch da noch ein zweites Beispiel geben. Das ist jetzt ein Mandala, das habe ich von Pixabay gefunden, das heißt, es ist eine freie Lizenz, frei nutzbar, also nicht von einem Plotter-Dateienersteller, sondern von Pixabay. Und hier geht es eben das Ganze genauso. Ich mache jetzt hier mal eine Kopie, damit ihr den Vergleich sehen könnt, weil es ist ja wirklich schön, wenn man viele Kinder lieben Mandalas zum Ausmalen. Und warum nicht auch mit einem schönen schwarzen Hintergrund? Das heißt, hier entferne ich zum einen mal diese schwarze Information, dann rechte Maustaste löse ich den verknüpften Pfad und gebe dem Ganzen wieder einen Rahmen und nachdem es ein Mandala ist, könnte ich ja eigentlich jetzt auch einen Kreis machen. Mit gehaltener Shift- und Alt-Taste kann ich aus dem Zentrum heraus einen Kreis erstellen. Das habe ich jetzt nicht gut gemacht. Jetzt bin ich einen Schritt zurück, zu weit. Also ich löse nochmal den verknüpften Pfad. Gehe hier auf den Kreis. Halte eine Shift, gehalte eine Alt-Taste, versuche ich das Zentrum anzuvisieren und lasse los. Genau. Und jetzt kann ich wieder alles markieren, wenn er mich dann lässt. Alles markieren. Nehme ich dieses Mandala da oben, das sollte deselektiert werden. Ja. Das funktioniert heute aber nicht sehr gut. Er rechnet sehr lange. Also fangen wir nochmal an. Ich schiebe das mal auf die Seite. Und
noch einmal alles hier, rechte Maustaste, um einen verknüpften Pfad erstellen. Ich gebe dem Ganzen wieder eine Füllfarbe und ihr seht schon, jetzt haben wir den schwarzen Hintergrund und auch hier haben sich die Farben umgekehrt. Alles, was hier schwarz ist, ist hier weiß und umgekehrt. Natürlich ist jetzt hier auch weniger auszumalen. Und wenn jetzt man hier wieder möchte, dass man zum Beispiel eben gewisse Flächen frei bekommt, damit man die ausmalen kann, dann muss man wieder die doppelten Linien entfernen, wie vorhin auch. Das kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Ich löse den verknüpften Pfad. Er rechnet ein bisschen, bis er mir jegliche Elemente hier freigibt. Genau. So. Und jetzt kann ich zum Beispiel diese Linien herauslöschen, damit die dann frei werden und ausmalbar. Das war das Falsche. Diese Linie hier. Genau. Die kann ich jetzt überall rausnehmen. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel für komplexere Dateien. Natürlich funktioniert das auch genauso gut mit einfacheren Dateien, wo man dann auch nur, vielleicht auch nur die Outline umkehrt. Jetzt lasse ich es einfach mal so. Ich lösche diese Sachen jetzt wirklich raus, damit sie mich auch nicht stören. Ich wollte euch nur zeigen, was ich da wegziehe. So, löschen wir weg, löschen wir weg. Dann ziehen wir das nochmal nach oben. Dann alles markieren mit gehaltener Maustaste. Ziehe ich über alles drüber. Rechte Maustaste verknüpft und Pfad erstellen. So. Und wenn ich jetzt wieder eine Farbinformation gebe, seht ihr, sind diese Stellen hier jetzt weiß geblieben. Das heißt, so könnt ihr anfangen, eure Dateien dann so aufzubereiten, wie sie euch am besten gefallen, dass sie noch schön auszumalen sind. Könnt das Ganze dann plotten und auf Karton pressen. Ich habe 220 Gramm Kartonpapier, also Tonpapier genommen. Und das Ganze, wie gesagt, funktioniert ja auch mit Dateien, wie man sie kennt. Das ist nochmal eine Datei von Celine von Kronenkind. Und wenn ich jetzt hier auch einen Rahmen drumherum gebe, ich muss zuerst natürlich hier die Information der Füllfarbe entfernen und ich gebe eine Linienfarbe, dann rechte Maustaste, hebe ich die Gruppierung auf und dann löse ich den verknüpften Pfad, damit ich jedes Element einzeln zugänglich habe. Und dann markiere ich wieder alles, rechte Maustaste, verknüpften Pfad erstellen. Und wenn ich jetzt eine Füllfarbe, schwarz gebe, dann haben wir jetzt hier invertiert und haben jetzt einen Rahmen. Und das, was vorhin die Kontur war, kann ich entgittern. Das schaut vielleicht auch ganz nett aus auf einem T-Shirt oder wenn man nur mal so einen Streifen quer drüber plotten möchte und man möchte eben, dass die Outline nicht da ist und der Rest ist Folie, dann kann man das so ganz leicht schaffen, einfach mit einem Rahmen außen drumherum. Genau, das ist, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, es hat soweit Spaß gemacht. Ich zeige euch gerne nochmal dieses Bild, weil ich finde, es ist eine ganz tolle Idee, das auf Tonpapier aufzupressen für die Kinder oder eben auch für sich selbst, wenn man das gerne mag. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, lasst es mich gerne wissen oder kommt in meine Plottergruppe, also in meine Facebook-Gruppe plottertante.de. Schaut gerne auf meine Webseite plottertante.de, da gibt es auch ein Kontaktformular, da kann man mich kontaktieren. Am einfachsten aber über Facebook, da geht mir die E-Mail sicher nicht verloren. Ich wünsche euch noch alles Liebe und bis zum nächsten Mal.